ja. Danke dafür auf jeden Fall, dass ich da wieder den Namen weiß, den ich eh bald vergessen habe. Und dann gab es noch ein Spiel, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Da gab es ein Spiel, das war kein GTA. Das war so eine Vogelperspektive von oben, ne? Und man hatte ein rotes Auto. Und dann ist man so über so eine Poller gefahren. Ich weiß aber nicht, was das Ziel war. Man musste da auch rückwärts einparken mit dem Auto. War das so ein Übungsspiel für Führerschein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das würde ich so gerne mal wissen, wie das hieß. Du hast das Spiel sogar noch. Also wenn du das noch mit Original Heft hast und mit Original Verpackung, also CD-Hülle, dann kannst du dafür auf jeden Fall einen Fuffi kriegen, Mika. Sei dir das auf jeden Fall mal gesagt. Ich meine nur, falls das mal eng wird, ne, dann weißt du, okay, da liegen 50 Euro quasi. Ja, ja. So, den haben wir. Ich würde aber sagen, wenn wir jetzt losdüsen und eine kleine Tour machen, dann nehmen wir unsere Rüstung mit, unsere gute. Die gönnen wir uns jetzt einfach mal. Die gute Rüstung. Den können wir auch nachts vielleicht mal ein bisschen durchziehen, ne? Ja. Das machen wir. Ja, ja, ist gut. Ja, ja. Wir müssen es nicht übertreiben, ne, Freunde? Ich habe mein PS1-Spiel für 120 verkauft. Cooler World, okay, das kenne ich nicht. Aber ja, man kann ja schon sehr viel Geld kriegen für PlayStation 1-Spiele oder generell alte Spiele. Kann man schon wirklich sehr viel Geld kriegen. Die treffen mich irgendwie immer jedes Mal. Das nicht. So, ach, das müssen wir ja auch noch zumachen. Also die Zombies haben auf jeden Fall eine viel höhere Erkennungsmoped. Oha, oha, was ist denn hier los? Alter! Haben die gerade gekämpft miteinander, die beiden? Oha, jetzt aber Schluss. Was ist los mit lustig hier, Freunde? Ey. Machen die mich hier alles kaputt, ey. So. Na, Alter! Die Diamantenrüstung. Ja. Verzauberte Diamantenrüstung. So, ein bisschen. Lange hat's gedauert. Lange hat's gedauert. Ein bisschen TNT wäre schön hier, ne? Ja, super. Aha. Was macht denn der da drin? Wenn die Tiere jetzt auch? Ich hoffe nicht. Gut. Dann bringen wir erstmal den ganzen Kappes hier weg. Und dann machen wir uns auf den Weg. Dann machen wir so eine kleine Tour. Und wie wir Bock haben, vielleicht gehen wir nachher dann in eine Höhle nochmal rein zum Ende. Mal schauen. Oh ja, Engi. Da bin ich sehr gespannt. Haselnuss-Creamy-Dampfen. Da bin ich sehr gespannt.
Hm, hier, ja. Und wieder hoch. Okay, dann brauchen wir zwei Spitzhacken und eine Schaufel. Nehme ich nochmal mit. Ja. Gib das. So, rüstungstechnisch. Wo haben wir die eigentlich? Hier? 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 Hallo? Ach, hier. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, was haben wir da alle Schickes drauf? Explosionsschutz, Haltbarkeit, Wasseraffinität. Schusssicher und Haltbarkeit. Das ist gut. Schutz und Haltbarkeit. Und Federfall, Haltbarkeit und Schutz. Okay. Okay. So. Feuerzeug lassen wir hier. Den Flint packen wir hier rein. Sollten wir vielleicht auch wieder ein bisschen was sammeln, ne? Nicht immer wegschmeißen. Holz passt soweit, das passt auch. Wir nehmen uns noch ein bisschen was zu futtern mit. Also 64er Stack voll. Kohle haben wir noch da. Wir nehmen noch mal ein bisschen Kohle mit, machen wir voll bis oben hin. Jo, passt soweit. Können wir da nicht... Ja, scheiß drauf. So. Schmeißt der Streamer immer erstmal die Kohle weg, natürlich. Behutsam, Glück nehmen wir... Nee, nö. Wir nehmen... Ach, die hier. Ah. Das ist natürlich nicht so sexy, ne? Das ist natürlich... Nee, warte mal. Stimmt, das war ja Eisen. Zeige mal. Ah, ja. Okay, 10, okay, nehmen wir. Gut, haben wir sie repariert, dann nehmen wir die mit und lassen die Glücksspitzhacke hier. Glück lassen wir hier, Behutsamkeit nehmen wir mit, Stickies kommen dahin. Dann nehmen wir uns noch ein Bett mit, was wir bestimmt wieder nicht haben und wieder machen müssen. Machen wir heute mal ein rotes, wir sind ja flexibel. Hallo. Oha, wie lange gibt's denn das Spiel schon? Wenn da 2 Jahre Pause drin hat, ist irgendwie. Okay, gut, wir gehen nochmal pennen. Dean spielt das über 6 Jahre und Eggie? 2018, okay. Achso, es ist schon Tag, okay. Habe ich alles? Ich habe alles, oder? Weiß es nicht. So. Ich drehe mich da vorne gleich. Im Kreisel. Und der Erste, der Stopp schreibt, da gehen wir hin. Außer nach da gerade, wo ich hingucke. Weil wir da letztes Mal schon waren, ne? So. Der Erste, der Stopp schreibt, schreibt keiner Stopp bis um 10. Ey, das ist witzig, Mann.
Dann schauen wir mal, was wir Schönes finden. Stopp, okay. Also, ja, da, wir gehen nach da dann. So, leicht schräg. Okay. Außer 2018 hin, okay. So, weiter nach rechts waren wir letztes Mal, jetzt gehen wir so ein ganz kleines bisschen nach links. Schauen wir mal, was wir da Schönes finden. Also. Ach so. Ich weiß, ich muss es, ich mache es jedes Mal. So. Pferd, hör auf damit. Aber 7305 Ingame. Ein Ingame-Tag, eine Stunde. Hast du 7355 Stunden mit dem Spiel verbracht, Dean? Also, die Frage ist nicht angebracht, weil man weiß es ja, aber ich bin schockiert. Klar. Mit Angeln. Homeoffice. Ja, aber mit Angeln. Klar. Boah. Angeln ist doch nice. Ja. Aber 7000 Stunden? Also wir können ja mal gerade kurz aber hier gucken, wie viel. Ich zeige aber nicht die Stunden an, sondern die, ja, wo ist denn hier der Bombs? Hallo? Sprache, Grafik, Skin, Steuerung? Hä? Wo ist denn die Statistik? Die war doch hier. Nicht so. Über 20.000 Stunden. Ja, moin. Och, keine Ahnung. Die waren doch hier. Dann ist das wieder überarbeitet worden. Schade. Schade. Ah. Statistik. Bett benutzt 603 Mal. Geschlichene Zeit 1 Stunde und 71. Kreaturen, Kuchenstücke gegessen, Lagerfeuer benutzt, Lesepult benutzt, Mahlzeit. Gehandelt, gesprochen. Schaden erlitten 5000. Schadenzug 37.000. Spieldauer 7 Tage. 7,4 Tage. Spieldauer. Okay. 159 Mal das Spiel verlassen. 66.000 Mal gesprungen. Hm. 1.600 Mal einen Ofen benutzt. Vor 26 Minuten das letzte Mal ausgeruht. Ach, 1.400 Mal eine Truhe geöffnet. Okay. Okay. Man macht halt auch oft nichts, Angel auswerfen und warten und dann mache ich immer irgendwas anderes nebenbei, besonders für Speis. Es gibt auch Leute, die wie ach so, mit den Haufen Silber. Gut. Boah. Also kann man auch sagen, Eggy, das Alter. Kann man auch sagen, bei dem Spiel, wie bei vielen anderen Spielen, am Anfang ist erstmal low. Und am Ende hin oder später wird es dann besser.
Muss ich ja immer sehr, sehr viel erarbeiten, denke ich mal auch, ne? Ist ja auch bei Hausflipper. Am Anfang dauert erstmal alles urlange und irgendwann streichst du eine Wand fast mit einem Mausklick. Also YouTube, wir reden immer noch über das Angelspiel, ne?